Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von ARK Survival Evolved. Ja, ihr seht's, wir sind wieder vollzählig. Der Obili ist mit dabei, grüß dich. Hi. Und die Danu. Hi. Wir haben es alle aus der Höhle rausgeschafft, ist das nicht sensationell? Irgendwie. Naja, irgendwie, mehr oder weniger. Diesen Bug, den vergessen wir einfach ganz schnell. Und damit ich habe immer noch Erfrierungen, deswegen trage ich die Fellkleidung. Ja, genau, die Danu kam noch nicht zum Umziehen. Genau. Ihr seht's, wir sind hier an unserer PvP-Basis angekommen und wollten hier mal ein bisschen bauen. Ich hatte sogar schon eine Baufolge aufgenommen. Ich glaube, die wird's hiervor nicht geben, weil da ist so viel schiefgegangen beim Bau von diesem. Doch. Na, mal schauen, vielleicht ist die auch hier vorne noch gelaufen. Mal gucken. Ich fand sie hat nicht meinen Ansprüchen genügt. Das ja. Macht nichts, aber unseren Ansprüchen genügt sie sicher. Wie, Uri. Obi? Was? Obi ballert die Vögel. Unten auf den armen Papierflieger. Ihr seht's, wir haben hier oben den Steg weiter rausgebaut und unten einen Lift dran geflanscht. Vielmehr, was heißt unten nicht, also wir haben den von unten nach oben gebaut. Unten habe ich so eine Plattform errichtet. Naja, und vielleicht solltest du hier hinunter sein. Genau, das machen wir auch gleich. Aber wir haben noch mehr gemacht. Wir haben noch viel mehr gemacht. Du bist endlich in der Neuzeit angekommen hier. Ich bin in der Neuzeit angekommen, genau. Wir haben das Ganze nämlich auch noch unter Strom gesetzt und das schauen wir uns alles gleich mal in Ruhe an. Ich genieße hier gerade, dass man so weit rauszoomen kann, wenn man auf K drückt. Ist das schön mal hier. Ja. Mal interessante Perspektiven. Ja gut, dann werden wir mal... Jetzt wird mir schwindelig, wenn ich wieder reinzoome. Dann werden wir mal einen kleinen Rundflug machen mit dem Snow. Und dann... werdet ihr das sehen, aber nicht ohne zuvor hier auch mal den Innenraum zu zeigen. Der ist auf jeden Fall neu. Habe ich mich mal so ein bisschen ausgelebt. Wir haben zum einen eine wunderschöne Küche mit mehreren Kochgelegenheiten, mit frischem Gemüse direkt aus dem Beet, Kühlschrank. Ich möchte nur dazu sagen, Inneneinrichtung, alles Koja. Also wer Innenausstatter sucht, bitte an Koja wenden. Genau. Kühlschrank, Kochstellen, Gelegenheiten. Hier müsste noch ein Kühlschrank hin, der kommt noch hier dazwischen, da will ich noch ins Roten. Und ja, andere Ecke, Crafting-Bereich. Hier haben wir die Smithies und entsprechend Lagerfläche für die ganzen Rezepte. Und dann hier die Forges und den Fabricator, inklusive ein bisschen Lager. Und hier hinten schon mal die häufigsten Baumaterialien, die lagere ich hier und oben. Das kennt ihr ja schon. Hier soll dann das große Lager hin. Muss ich noch gucken, wie ich es mache. Wahrscheinlich mache ich so ein Kreuz in die Mitte. Einfach so ein Wandkreuz. Und dann außenrum überall Schränke. Ja, und hier haben wir jetzt Strom. Das haben wir jetzt gerade kurz vor dieser Aufnahme gemacht. Das war so ein... Oh, das ist ein Akt gewesen mit diesem... Der Generator sollte ursprünglich hier oben auf dieser Ebene stehen. Das ging nur überhaupt nicht mit den Stromkabeln. Dann waren die entweder oben raus oder unten durch. Es ging überhaupt nicht so, wie es sollte. Deshalb haben wir den jetzt eins tiefer gesetzt, damit es wieder oben raus ist und dann auf der Ebene ist, wo wir jetzt sind. Und ja, da habe ich schon mal ein bisschen was verlegt. Und was ganz cool ist, das Stromkabel für den Lift, den wir da jetzt planen, das läuft hier unter dem... Das kommt hier runter und läuft dann hier unter dem Stein oder im Stein vielmehr. Und genau. Später hier unter den Ceilings als hier durch und schlussendlich hier vorne dran. Also das ist eine nette Sache gewesen. Aber jetzt der versprochene Rundflug. Und damit weiß der Gegner sofort, welche Reihe er wegbomben muss. Das wird Metall, also da können sie bomben, du. Außerdem ist dann nur der Lift aus, da haben sie auch nichts gewonnen. Wo das im Haus läuft, werden wir sehen. So. Hier sehen wir dieses Bauwerk. Und die entsprechenden... Konnektoren. Das sind deren zwei. Jedes einzelne dieser Lift-Elemente muss unter Strom stehen. Sonst funktioniert dieser ganze Lift nicht. Und überhaupt, wie der funktioniert, das haben wir selbst nur bisher in einem anderen Video gesehen. Jetzt bin ich mal selbst gespannt, wie das wird. Wollt ihr runterkommen? Ja. Jetzt wird's doch spannend. Und hier ist die Plattform, die habe ich entsprechend auf Sockel gestellt. Die wird, denke ich, auch noch ummauert werden. So, dann lande ich mal das Tierchen. Wir haben uns entschieden, nach langem Hin und Her, ob wir die große, die mittlere, die kleine bauen. Wir haben uns dann doch für die große entschieden. Ja. Nicht kleckern, sondern klotzen. Oha.
Da werden wir schon mal sowas bauen. Also die ist ordentlich. 4x2 Foundations misst die große. Die aber Plattform, 4 in der Breite, oder? 4 in der Breite. Und die Plattform hier unten, die ich gebaut habe, ist 5 breit. Das heißt, es passt super optimal. Tada. Huch, oh. Flatsch. Da war der Goya weg. Okay. Cool, da steht sogar das Gewicht drauf. Wahnsinn, warte mal, wie viel... Moment. Danu? Wie viel? Moment. Wenn ich jetzt draufstehe, ich wiege 220 Kilo. Das sieht man meinem Charakter nicht an. Und du wiegst 270 Kilo und jetzt haben wir 1318. Mit dem... Das steht aber nicht ganz drauf. Müsste es noch so ein bisschen zu uns... Gar nicht so einfach. Einparken für Anfänger, bitte. Einparken für... Oh. Ich nichts mehr. So ist gut. Bleib stehen. So, dann wiegen wir jetzt... Wir wiegen jetzt 1318 Kilo. Moment, ich muss mal kurz was trinken. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich habe nichts mehr zu trinken. Dann fahren wir mal hoch. Ja. Gut, der TÜV sollte jetzt nicht zuschauen. Das ist jetzt nicht unbedingt sicher. Boah, vor allem dauert das, gell? Aber schön ja, ist wir das. Wir haben ja keinen Turbo Express. So, jetzt. Oh, ist das cool. Was ich jetzt gespannt bin, ist, Obi. Wie kommst du da runter? Aber ich glaube, ich würde sagen, dass das. Moment, ich muss kurz was trinken erstmal. Ich würde sagen, wenn wir da was ausladen vom Lift. Bist du jetzt wieder runtergefallen? Ich wollte abspringen und jetzt fährt er runter. Ja, weil du E gedrückt hast, nehme ich an. Ah, super. Oh, darf man dann nicht E drücken? Drück noch einmal E. Noch einmal. Genau. Du kannst auch beim Fahren wieder in die andere Richtung. Du kannst auch beim Fahren jederzeit anhalten. Das kommt auch noch. Haben wir Lex? Nein. Warum komme ich nicht in das Menü hier vom Wasserhahn? Jetzt geht's. Kommst du mit dem Lift wieder hoch, Obi? Das und wie viel wiegst du? Wo steht denn das? Schau die Mitte von dem Lift an. Bitte. Oh, hier in Richtung. Das Dreieck da. In Richtung Pinökel musst du gucken, aber. Jetzt sieht man es nicht. Von hier oben sieht man es nicht. Nee, von hier oben. Von hier oben hat man keinerlei Möglichkeit, aber das Schöne ist. Wir können den jederzeit anhalten zwischendrin. Oh, das sieht man an den Säulen. Wir sollten die Liftplattform unbedingt anmalen. Die spiegelt derartig. Ja, die ist verdammt hell. Grauslich. Ah ja. Das sieht man an den Säulen. Dann fährt es nur in die falsche Richtung, wenn ich wieder anhalte. Das ist natürlich schade. Das heißt, wir halten jetzt unterwegs an. Und wenn ich jetzt sage, weiterfahren, dann fährt er wieder hoch. Dann wechselt er die Richtung, ja. Ah ja. Da muss ich nochmal und nochmal runter. Dann geht das auch. Also falls wir Zwischengeschosse haben, dann können wir da entsprechend, aber wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Aber so kann man das ganz gut realisieren, finde ich. Ja, schaut gut aus. Er versinkt komplett im Boden. Gut getarnt. Sozusagen. 163 Kilo wiegen wir alle? Naja, jetzt müssten wir mehr wiegen. 563, ja doch. Ja. Jetzt mal Folgendes. Obi wiegt nur 82 Kilo? Ich will mal ganz kurz was probieren. Oh je. Ja, ihr wisst schon, ne? Ich kann mir's vorstellen. Ja. Wir müssen ja mal eine Belastungsprobe machen. Wahrscheinlich bricht jetzt gleich alles zu. Oh, ich bin im Paraceraterium. So. Ja, dann komm mit deiner Belastungsprobe. Ja, Moment, ich muss nur Platz schaffen für die Belastungsprobe. Scheiße. Ich glaube, Obi hat es auch gerade kapiert. Littlefoot will da hoch. Auf jeden Fall. So,
Kriegt noch ein paar Bären für unterwegs. Warte mal, du wiegst 260 Kilo da? Ja. Wer kann, der kann. Vor allem, wie gut sie das versteckt. Wie gut du das versteckst da nur. Ich schlepp das ganze Zeug noch, das du mir vorher angehängt hast. Ja, 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 jetzt ist es die Ware im Rucksack. Aber, oh, aber, das sind billige Ausreden. Weißt du, ich sehe aus wie die letzte Tonne und wiege 20 Kilo weniger als du. Sind beide Moppelchen. Ich bin auch gleich 20 Kilo leichter. So, kann mal einer den Lift anmachen? Ich habe Angst. Das ist kaputt. Das geht. Ich werde bekloppt. Naja, guck mal, wie der da draufsteht. Kein Millimeter bewegen. Keinen Millimeter bewegen. Aber das geht. Wir wiegen zusammen 1593 Kilo. Das heißt, ich könnte den sogar fast vollladen. Dann könnte das immer noch zu dritt hier hoch mit Bronto. Wie geil ist das denn? Ich gebe ihm jetzt mal ein bisschen Gewicht ab, ja? Das sieht so krass aus. Warte mal, Danu, kannst du bitte nochmal hochfahren für einen Screenshot? Lass den für mich. Ja, aber natürlich. Wunderbar. Das ist geil. Irgendwie kriegt man da Angst, dass einen der drücken könnte. Ich feiere das. Okay, mit bewegen ist dann natürlich nicht mehr, aber. Nein, komm nicht auf die Idee, dass du ihn bewegst. Das heißt, wenn ich den da drauf kriegen will und hochkriegen will. Könnte man auch von oben entladen. Ja, nee, das Problem ist das Reinkriegen. Also, das drauf. Also, wir wollten das ja eigentlich umschalen, den Lift. Nee, dann werden wir den nicht so groß machen, dass der da reinpasst. Aber du willst ihn ja auch nicht ernsthaft da drauf, oder? Naja, es ist. Plattform ist so groß, dass du einen Mammut ohne Probleme draufkriegst. Ja. Aber bitte keinen Bronto. Ich finde das gerade zu gut, um es nicht zu machen. Ich brauche einen neuen Tribe. Ich brauche einen neuen Server-Tribe, alles. Ich feiere das. Wer sucht noch eine kleine, nette Tanu? Ich feiere das gerade. Nee, klar, wir werden das mit dem Mammut machen. Wenn ich mit dem Bronto mal unterwegs bin und was abladen will, dann mache ich einfach Take All, das Mammut in der Nähe umdrehen, alles ins Mammut und dann fahre ich mit dem da hoch. Ist ja kein Thema, aber trotzdem, der Gag ist nicht schlecht. Ja. So, gleich haben wir genug Platz für ein Wendekreis hier. Na komm, du schaffst es. Tobi, geh mal runter. Ach so, ich bin noch immer in der Linkskern. 143 Kilo, so. Was hast du weggeschmissen? Hast du den Bronto reingetan? Hast gecheatet? Ja, du hast behauptet, das kann nicht mein Tascheninhalt sein. Da siehst du, wie viel Gewicht ich wegen dir getragen habe. Ja, ja. Einfach so. So, im Rex ist ja auch kein Problem. Trampeltier haben wir schon gesehen, Mammut sowieso. Ja, perfekt. Quetzal. Da haben wir unseren großen... Ja, Quetzal geht auch. Na klar. Naja gut, mit dem fliegt man doch eher hoch. Mit dem sollte man eher hochfliegen, ja. Das sollte Sinn machen. Seitdem man hat ihn zu sehr beladen. Dann kriegt man aber auch nicht da hochgelaufen. Naja. Schön. Jetzt lass mal Koja da unten. Ja, macht ihr mal. Warte mal ganz kurz. Von unten auch ja, das überlege ich jetzt gerade. Wenn der oben ist, kann ich dann sagen, komm runter? Wahrscheinlich nicht. Aber hallo. Oh Mist, er kann. Das ist auch gut. Wir kriegen den noch kaputt, dass der stecken bleibt. Du meinst, es gibt so eine Funktion? Natürlich. Da kann man auch die Leute ärgern, wenn die da drauf sind und unbedingt hoch wollen. Kann man richtig ärgern. Und jetzt gehen wir Kuja zerquetschen. Ja, um Gottes Willen. Also ich glaube, das sollte man wirklich vermeiden, dass das Ding auf einen kracht. Zumindest wenn man direkt auf dem Boden baut. Hier wird mir jetzt vermutlich nur durch die Ceiling gedrückt im Zweifel. Nein, ich nehme an, du gehst einfach durch die Plattform, oder? Oder durch die Plattform. Das kann auch sein, dass die durchlässig ist. Probier's mal. Hoch mit dir. Stell mich drunter. Entleer erst alles.
Hättest dein Inventar dann. Nein, tu ich nicht. Mach. Ich bin mir sicher, dass nichts passiert. Da bist du höher, die auf Schuss sein. So klein bin ich nicht. Wer drückt denn da als? Ich mach doch gar nichts. So. Mach mal. Oh. Sag ich doch, da passiert nichts. Nein, passiert überhaupt nichts. Du standst nur bis zur Hüfte in der Foundation, aber ist alles okay. Von meiner Ansicht nicht, da ist die Plattform einfach runterkommen. Okay. Gut, was wir jetzt noch machen müssten, wäre eine Verschalung von dem ganzen Ding. Das heißt, ich würde es ganz gerne so machen, damit man leicht rauf und wieder runterkommt, dass man hier die Rampen hat und hochkommt. Und auf der anderen Seite die Rampen wieder da runter. Da brauchen wir dann ein großes Steintor, oder? Dann brauchen wir das Stone Behemoth. Ja. Ja. Das wird wohl nötig sein. Müsste sich mit der Breite hier ausgehen? Sollte gehen. Mit 5 passen, oder? Ich meine, selbst die großen Behemoths sind nicht breit. Ja, sollte gehen. Soll ich welche herstellen? Dann probieren wir es einfach aus. Das wäre super, wenn du das kannst. Ich habe es leider noch nicht gelernt. Aber man kann es nicht nur da vorne bedienen, man kann das mitten auf dem Lift ja auch bedienen. Ja, ja. Der Vorheiz muss nur da vorne anzeigt. Habe ich die Stone Behemoth Gates? Ich glaube, habe ich. Was brauchst du denn für die? Ich habe nur die Stone Dinosaur Gate. Das sind ja die kleinen, ne? Behemoth Stone Gate. 300 Steine, 180, 120 Fett. Ja, aber also kein Stein Problem. Haben wir auf jeden Fall. Stein haben wir, Wood und Thatch haben wir auch. Ja, ich versuche gerade. So, hier kommst du unter die Rampe. Rein in die Rampe. Ins Lager, in den Crafting-Raum. So, hier. Ja, da ist ein bisschen Wood drin. Hier hast du Wood und hier hast du Stone hier hinten in der Ecke. Und Thatch ist neben dem Wood. Dann am besten gleich 2 Tore, wenn du kannst. Und wenn da noch was fehlt, ist in meinem Vogel drin. Ist der hier oben? Ne, der ist unten. Und wenn du das komplett verschalen willst, dann musst du es ja da eigentlich von der Plattform bis zum Haus ja auch verschalen. Ja, nö, das würde ich dann wieder ein Tor machen da oben und... Oder? Dann ein Stückel ohne Schutz? Ist ja eigentlich doof. Also wenn du schon alles verschalst, so ein richtiger dann gehört der da Weg oben. Hier natürlich auch verdunkelt, ja. Würde ich jetzt in gleicher Höhe machen wie das Haus? Ja, könnte man tun. Ich finde, das sieht dann nur immer so bunkerig aus. Ich mag so Brücken halt. Ja, aber du willst eine PvP-Basis. Ja, aber rein optisch ist es willst dünnlich. Eine PvP-Basis, oder? Ja. Also sorry, wenn du das hier einbunkerst, das da drüben einbunkerst und da hast du eine freie Fläche, was glaubst du, wo setzt man an? Wow. Und ich bin keine PvPlerin und sagt er das. Aber das ist nicht schön, Mann. Ja, dann schmeißt deine PvP-Wünsche über Bord und dann machen wir schön. Dann alles nochmal neu. Ja, von mir aus. Haben wir noch irgendwie 100 Stein und so? Unten oder draußen hier, im meinem Kasten. Vogel. Kann ich mir auch gleich die Tore machen. Müsste noch ein Vogel sein, oder? Ja, da ist noch ein bisschen Stein und Holz. Ansonsten ganz reicht. Unten im Baucontainer ist noch. Kannst du den Fahrstuhl auch hochrufen? Warte mal, das müssten wir gleich mal testen, ob das geht. Das fürchte ich jetzt nämlich nicht. Fahr mal runter. Ich fürchte, dazu müsste man den Lift anschauen können, also die Pillar. Ja. Wobei, nein, das reicht nicht, weil da zeigt er mir auch nur das Gewicht an. Du müsstest die Plattform vermutlich sehen. Was du probieren kannst, ist Fernglas raus, auf die Plattform runterschauen. Am besten legst dich hin, du legst dich. Ja, also mit ohne, also jetzt einfach so geht nicht. Fernglas? Fernglas, oh, blendet das. Ja, deswegen sage ich, das sollte man anmalen. Ne, Fernglas geht auch nicht. Also hochrufen kann man es nicht, aber gut, da ist man auch schnell runtergelaufen über die. Ja, über wir die haben jetzt so einen hübschen Weg. Genau, über die Rampe. Die muss ja auch weiterhin in Nutzung bleiben. Du hast uns Stone, wie nicht vorhin was mitgebracht, hat er gesagt.
Ja, das liegt im edle Ware-Schrank. Im edle Ware-Schrank, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich find's edel. Die Rüstung? Das eine ist Danus-Rüstung, aber guck dir mal die Schuhe an. Flagboots, 300 Haltbarkeit. Ah. Wer nimmt denn gerade was raus? Gerade sehr Nehme schwierig. meine Rüstung. 229 Oh, lila. Armor. Ich habe grüne mit 157 Armor. Ja, die sind super. Hast du ein Rezept gefunden, scheinbar, oder wie? Krass. Sehr gut. Ja, damit kann ich die Winterklamotten endlich ausziehen. 229 Armor und 309 Haltbarkeit ist wirklich nice. Es hat mehr Rüstung als. Und dabei sind es Schuhe. Als der Body Armor. Na gut. Jetzt Hi. kann man mit den Schuhen noch besser treten. Oh, ich muss weg. Danke dir, Obi. Danke. Kommt ihr mit runter? Weil hier habe ich nämlich zufälligerweise hier vorne einen gelben Strahl gefunden, den Blueprint. Ja, manchmal hat man Glück. Ich hatte ja Oh sogar komm. mal im blauen Was? Strahl was Lilanes gefunden. Also, es waren zwar nur, was, eine Picke, aber. Vorhin habe ich einen roten Strahl geholt und der war direkt auf deinem Geländer bei deiner Kochstelle. Okay. Das Ja, kann braucht er. ihr nur mein Video anschauen. Er sieht, wo der Lootstrahl bei ihm im Haus runterkommt. Das ist schon cool. Okay. Wäre es nicht leichter, wenn du von oben setzt? Das Ding ist Glaube auch. deutlich größer als meine Plattform. Deutlich größer. Das ist so groß wie drüben das. Das ist kein Stück kleiner als das Metall bei Hammer's Gate. Ja, es ist ja das gleiche, bloß aus Stein. Okay. Dann haben wir ein Nehmen wir Problem. doch das etwas kleinere Tor. Die Frage ist, ob man dann vielleicht überhaupt kein Tor machen. Ich lasse es einfach an der Seite dann offen. Gut, dann kann man immer reinballern. Aber das kleinere Tor, dann geht's Mammut nicht durch. Das ist das Problem. Durch das, was ich oben verbaut habe, das ist ja das nächst kleinere. Da passen T-Rex durch, aber keine Mammuts. Kannst du nicht einfach noch ein, zwei Ceilings anbauen? Ja, das, wenn es mit ein, zwei getan wäre, das sind vier, die ich anbauen muss, locker. Eher fünf. Das kann ich Dann wird's zu locker breit. doppelt so groß machen. Was ist, wenn du's darunter baust? Also in die Richtung? Oh, eine Hier? Rampe dann da runter. Wo? Hier, Ja, wo ich jetzt genau stehe? so. Ja, genau in meine Richtung. Also so runter. Rampe kriegen wir schon hin, aber würde das gehen von der Breite her? Nö, nö. Das ist, da muss ich, also da müsste ich, wenn ich jetzt, ich mache den Pfosten jetzt mal an linksbündig dran, ja. Quasi da, wo du stehst, wäre dann direkt der Eingang. Da ging's los und dann müsste es nach rechts noch mal drei Foundations gut drunter geben. Dann ist es aber auch schwieriger, mit einem großen Tier da drauf zu manövrieren. Das hat man ja eben gesehen. Die passen ja nur so, wenn sie seitlich kommen, gut drauf. Also es ist. Puh. Ja, aber da vier nach vorne. Ich meine, ich weiß, du hast vorher gesagt Bunker, bla bla und magst nicht, aber dann mach halt da breiter. Könnte es nach links in den Stein reinsetzen, ein Stück. Moment. Aber wir haben dann oben keine Möglichkeit, Mauern dran zu setzen. Naja, oh ja. Die waren ja jetzt nicht so teuer. Was haben die gekostet? 300 Stein? 300 Stein, 180 Wut und 120 Fetch. Also ist Du kannst es geschenkt. ruhig verbauen, ja. Ist geschenkt. Aber ich kann jetzt hier kein neues bauen, also dafür müsste ich sonst wieder zurückfliegen. Nee, ich habe So? noch Stein. Ich habe noch ganz viel Stein. Obi, hier unten.
So sehe es aus. Wäre aber okay. Das sind dann aber zwei Ceiling. Ja, ja, ich habe es jetzt hier links in den Stein reingesetzt. Das hatte ich vorher nicht. Da hatte ich es hier auf die Foundation. Da könnte man jetzt mit zwei, drei Ceilings arbeiten. Ja. Das wäre noch machbar, oder? Ja, es reichen zwei. Und oben lässt du einfach auch Wände runterlaufen, dann ist es auch geschützt. Ja, oben ist kein Problem, das kriegt man abgedeckt. Oh ja, du kannst schauen, es sind genau zwei Ceilings, die ja, reichen. Ja, ich sehe es, ja, ich sehe es. Passt es auch mit dem Lift, dass ich es jetzt nicht zu weit nach hinten gesetzt habe hier? Wo hört die? Dass das irgendwie blockiert oder so? Nö, passt. Ja, ja, mit dem wir Tor. Wir müssten halt da nur einmal noch Pillar setzen, aber das ist halb so gut dann. Ja, die Pillar haben wir ja noch in Massen. Danke. Wie sieht's hier aus? Da oh. Könnte man eine Wand nach unten, das passt dann auch. Fahrt's noch mal nach oben? Ja. Der halbe Lift geht durch. Ja, fahrt's mal nach oben. Wenn er nach oben will. Ah, okay. Ja gut, aber man kann einfach durchfahren. Der fährt möchte durch. Man jetzt mit am Dino probieren. Ja, wenn da der Schwanz oder so wedelt. Ja, das dürfte nicht stören. Das fahr ist mir runter, heute bitte. Beim Lagerhaus aufgefallen, dass du durch die Türe durchspringen kannst. Okay. Du wirst einfach durchgehen. Ich gehe auch durch, wie du siehst. Ja. Ich habe da jetzt drauf geschaut, ich bin einfach durch. Das ist mir heute beim Lagerhaus auch passiert, unabsichtlich. Ich wollte eigentlich oben drauf hüpfen. Hat weh. Naja. Okay, das sind so die kleinen... Ich bin mir sicher, dass das fest ist. Das sind so die kleinen Feinheiten. Aber das kriegen wir hin. Notfalls müsste ich es einmal noch nach vorne auch eins erweitern. Oder nach. Also zu den beiden Seiten. Was geht? Wird natürlich auch gehen. Ja, hier vorne wird es dann blöd, weil hier fand ich so schön, dass die Rampen nee, genau das mit ist, der. Von eben, dir gebauten. Weil sonst geht es viel zu weit nach unten. Hm. Da musst du immer dann voll in. Das ist aber Blödsinn. Hm. Also ich würde sagen, in die Richtung zwei verlängern. Ja. Müssen wir gerade die Eichen. Säulen drunter setzen. Die kann ich eben holen. Die müssten noch oben sein. Unten oder oben? Du kannst ja mal unten gucken. Ich muss eh hoch. Dann schauen wir da mal. Und dann werden wir das noch eben ausbauen. Das sollte ja flott gehen. Also hier unten ist noch ein Pillar. Hm, ich hab Pillar. Ja, den kannst du schon mal mitnehmen. Ich hab 20, also haben wir genug. Ja, aber dann ist der eine dunkel. Was wir brauchen, ihr könnt da unten noch Ceilings herstellen, wenn ihr könnt. Ich baue hier oben auch nochmal ein paar zusammen. Stone Ceilings machen wir mal. Viele? 2x5 brauchen wir. Ich habe 4. Also... brauchen wir noch. 12 dann wohl noch. Nee, Quatsch, 16 brauchen wir dann noch. 8. 2x5 ist es doch, oder nicht? Also nee, es sind ja nur 10. Ja, stimmt. Nee, Quatsch. Ja, ja, genau. Es sind ja nicht 4. Ja, 10 sind es. 2 hatte ich noch, also brauchen wir 8. Nee, nee, und ich habe 4. Dann brauchen wir sogar nur noch 4. Cool. Huch. Ach, das ist echt blöd. Man kann nicht absteigen, wenn man auf dem Lift ist von so einem Tier. Nein, weil er automatisch fahren will. Obi, die Ellie hätte noch ein bisschen Holz. Ja, oder woran mangelt es dir? Holz. Müsste auch noch unten sein, oder? Nee, da war nur noch ein kleines Stack Holz. Haben wir vorher mit den Foundations und Healings ziemlich verbaut. Ansonsten ist oben. Sich hier noch einen drunter setzen? Nee, das müsste. Na. Ja, in die Ecke da drüben musst du noch einen setzen. Oh. Ja, 30 Holz brauche ich, dann habe ich die 4 Ceilings. So. Da brauchst du noch einen Pillar in der Ecke. Weil sonst können wir dann keine Wände nach oben bauen. Wo brauchen wir noch einen? Ach so, da, ja. Gut, da in der Ecke. Mhm.
Ja, ich denke, das kann man verschmerzen, dass das Tor minimal über diese Ceiling drüber geht. Wer Ja. möchte? Was? Setz ruhig einfach die Ceilings. Einfach die eine Reihe noch komplettieren. Achso, da. So, wunderbar. Und dann das Tor noch auf die andere Seite. Da muss ich nur gucken, ob ich es ähnlich vorteilhaft platziert kriege. Sonst geh hoch auf die Plattform, Obi. Wird leichter sein. Fertig. So, auch noch Nebel. Ja, sieht gut aus, wunderbar. So, und dann du musst mal weg. Was? Was für der Pronto? So, dann, Ja, und dann baut man das bis oben zu. Oben am besten direkt ans Haus dann dran. Schön, dass das Tor so riesig ist. Was machst du, Kuya? Ich verzweifle. Ist im Sattel. Ja, das ist schön. Komm irgendwie nicht. So, jetzt. Warte mal, ich versuche das mal. Das war gar nicht so schlecht auf dem Bronto. Dann sehe ich wenigstens ein bisschen was. Wieso willst du da noch einmal ein Tor hersetzen? Ja, ich will auf der anderen Seite auch wieder runter. Einfach, weißt du, da muss man nicht immer wenden mit den Viechern in dem engen Raum. Okay, dann gehe ich nur ein Stückchen auf Zeiten. Mag nicht eingemauert werden. Nee. Die Mafia-Methode, weißt Ja, du, dir traue ich das zu. was das? Bisschen schief, ne? Aber. Och nö, passt doch. Geht ja. Hier steht so weit ab. Ja, also minimalst. Nö, wenn überhaupt, ist es. Nö, es ist gar nicht so schief. Super. Also es Passt steht wie das wunderbar. andere, ja. So, dann mach ich mal die Tore rein. Mal schauen, ob dann der Lift auch noch funktioniert. Tor? Es werde Tor! Nochmal. Leckt, du Ah schwebst ja, nicht in der es leckt. Luft. Ups. Am besten baue ich hier vorne auch noch ein Tor hin. Geht nur leider nicht von der Breite, aber dann könnte man sich das ganze Gemauer sparen. Und geht das auf? Ja, wunderbar. Also das juckt überhaupt nicht. Einziges, wenn Dino draufsteht, das sollte nach außen aufgehen, das Tor besser. Mal gucken. Das ging nach außen. So, geht's nach außen. Ja. Und jetzt mach's am besten zu und fahren wir mal hoch. Weißt du, ob wir Zu. jetzt ja nicht stören. Warte mal, ich nehme dann aber einen Dino mit. Dann nehme ich gerade mal das Nimm die Ellie. Paraceratherium. Ja, das Paraceratherium ist größer noch. Gib da den Snow auf die Seite. Dann machen wir das mal zu und schauen, dass wir hochkommen. Das wäre ja bombastisch. Und ich parke rückwärts ein. Nee. Hätte sich verkannt. Dieser Wendekreis von diesem Tier. So. Dann einmal Tor schließen, bitte. Tor schließt. Na also, ich finde, wir haben gute Arbeit geleistet. Sieht gut aus, ja. Mega schaut das aus und ich glaube, ich werde hier die Rampe noch breiter machen. Die werde ich rechts und Meinst die links, hier? die Brücke. Ja. Die werde ich rechts und Die links eins. noch mal eins weitermachen, dann überdeckt es auch die Tore direkt. Und dann hat man eventuell sogar Möglichkeit, hier mit dem Tier runterzukommen. Wenn man denn unbedingt muss. Klasse. Ja, aber die Pillar da hinten musst du auch noch auswechseln, gell? Also diese Holzpillar, die ich da hinten sehe. Ja, das muss alles noch. Eigentlich sollte alles mal Metall werden, aber puh. Wer soll das bezahlen?
Du hast einen extrem fleißigen Farmer in der in Tribe. Der versteckt sich da gerade beim Tor. Das Paraceratherium bekommt demnächst auch einen Pieper eingebaut, wenn es rückwärts läuft. Piep, piep, piep. Weißt du, wie so ein Gabelstapler, so ein großer? Nein, bloß nicht. Oder so große LKWs. Nee, 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 danke. Macht dann irre. Ja. Sehr schön. Das ist dein Dinosantus, kriegst du auch ein. Ja, das, oh, ja. Ich brauche dann auch einen, aber hallo. So, jetzt schaue ich mir nochmal was in den Mund. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann würde ich sagen, das war schon wieder eine lange Folge, aber ich finde auch mal ganz nett. Also wir haben mit dem Lift wirklich mal was Cooles, finde ich, hier gebaut. Ja. Schön teuer. Ach hey, wir haben das doch ganz schnell zusammengekriegt vorher. Total. Wer hat den Lift gestoppt? Keine Ahnung. Ich nicht. Okay. Wie viel Benzin habt ihr in den Generator geschmissen? Eins! Eins, ja, das ist jetzt. Okay, ja, Danu steckt. Ja, Danu steckt fest. Ja, ich bleib dann da, bis mich wer abholt. Göttlich. Göttlich, hier sind noch 100 Benzin. Ich bin mal so frei und spendiere eine Runde. Schade. Riecht mich dann damals schon mal häuslich ein, gell? Oh. Nee, jetzt mag ich nicht mehr. Bleib ich da. Ja, genau. Danu, bis zum nächsten Mal hat dann Danu da drauf eine Holzhütte gebaut oder so und ein Lagerfeuer. Nur Holz? Ey! Der springt da einfach auf meine neue Behausung. Nun gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Über ein Däumchen nach oben freue ich mich wie immer sehr. Und ja, und dann würde ich aber sagen, bis dann. Ciao. Tschüss.